Christoph Krachten ist neben mir, man kennt ihn auch ein bisschen so den YouTube-Daddy, soll ich sagen. Du bist so ein YouTube-Daddy eigentlich, so einer, der ganz viele von den YouTubern so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat, gesagt hat, lasst euch mal nicht ausbeuten und macht das mal so und so, macht das so und so, da finden wir ein Vermarktungsmodell, kann man glaube ich so sagen, oder? Ja, also vieles davon spielt dabei eine Rolle. Ich war halt der Einzige, der so einen professionellen Hintergrund hatte und mit diesem professionellen Hintergrund Erfolg auf YouTube hatte und hunderttausende Abonnenten und Millionen Views erzielt hat. Genau. Und jetzt hast du auf der Republika so ein bisschen gedacht, du redest ein bisschen, ob YouTube oder wer in Zukunft eigentlich die Stars macht. Macht YouTube die Stars mittlerweile? Das Publikum macht die Stars. Das Publikum auf YouTube macht die Stars. YouTube ist praktisch eine riesen Casting-Agentur. Und wer sich dorthin begibt, kommt direkt mit dem Publikum in Kontakt, kann sehr viel vom Publikum lernen und kann dann auch unglaublichen Erfolg machen, wenn er aufs Publikum hört. Und ich sag mal, drei Eigenschaften hat: Durchhaltevermögen, Talent und auch irgendwo was kann. Okay, jetzt hast du gesagt, er kommt in Kontakt mit dem Publikum. Jetzt ist ja aber so eigentlich das, was was mir einfallen würde, wenn ich in dem Medienbereich arbeiten möchte, vor einer Kamera oder auf einer Bühne, dass ich gar nicht mit dem Publikum Kontakt aufnehme, sondern erstmal mit einer Castingagentur oder mit einem Fernsehsender, mit einer Produktionsfirma. Das heißt, auch da wird der Weg künftig gekürzt einfach. Ja, also ich sag mal so, das Publikum kann das viel besser beurteilen, wen sie gerne sieht und wen nicht. Und ein Redakteur oder eine Castingagentur hat natürlich auch eine Menge Erfahrung, aber will ja eigentlich auch nur erahnen, was das Publikum gerne sieht. Diesen Umweg braucht man auf YouTube nicht zu gehen, sondern kann da eben direkt loslegen und eben auch vom Publikum lernen. Das geht in der Casting-Agentur nicht, das geht im Fernsehen nicht. Da gibt es genügend Beispiele, dass man durchaus eine Weile in die falsche Richtung geht. Aber sind die Inhalte, die man bei YouTube sieht, nicht völlig andere als die in der Fernsehlandschaft? Fragezeichen, Klammer auf, ist das ein Problem? Fragezeichen, nein. Also im Sinne von, wenn ich in die klassischen Medien will, brauche ich aber das bei YouTube nicht machen. Oder sind das auch Hebel, die in beide Richtungen funktionieren? Also ich glaube, dass wer auf YouTube Erfolg hat, wird auch im Fernsehen Erfolg haben. Davon bin ich ziemlich überzeugt, weil es ist ja auch Fernsehen. YouTube ist Fernsehen. Wir sitzen hier und unser Publikum ist weit weg. Mhm. Wenn wir jetzt auf YouTube ausstrahlen, es ist Fernsehen. Nur man kann es halt gucken, wann man will. Das ist der einzige Unterschied. Von daher glaube ich, dass man da das nicht sagen kann. Also ich glaube, die werden genauso viel Erfolg haben im Fernsehen, auch dann später. Wenn wir von Erfolg... Man muss sagen, dann später ist nicht der Punkt, sondern YouTube ist Fernsehen. Sie sind im Fernsehen. Ja, sie sind schon da. Das ist es. Das Fernsehen vielmehr wird ins Netz kommen. Davon bin ich überzeugt. Jetzt heißt der Erfolg auch ein bisschen wirtschaftlicher Erfolg. Es gibt ja auch YouTuber, die mittlerweile davon leben. Es gibt gleichzeitig aber auch die Versuche, die YouTuber zu professionalisieren, von YouTube selbst, ein Creator-Studio, das sie jetzt in London gebaut haben zum Beispiel, oder in Tokio und Los Angeles, soweit ich weiß. Es gibt aber auch sehr viele private Initiativen, also von privaten Unternehmen, die sagen hier, oder von anderen Unternehmen, die sagen, sie möchten da die Landschaft fördern. Gleichzeitig gibt es aber so ein bisschen dieses Phänomen, ich glaube, ihr nennt es unter euch so ein bisschen Lippenstiftpenetration, dass man quasi sich von Modefirmen zu schicken lässt mittlerweile mit irgendwelchen Beauty-Produkten, die man dann mal in die Kamera hält oder also in allen möglichen Bereichen, Product Placement, Schleichwerbung, wie auch immer, wo man sagt, hey, mach doch mal. Wie sieht da die Landschaft gerade aus? Ja, also da versuchen ganz viele Agenturen, weil sie halt sehen, da ist eine riesen Reichweite, da ist eine sehr junge Zielgruppe, die versuchen, die Produzenten oder die Videomacher auf YouTube für sich einzunehmen, aber du hast es Lippenstiftpenetration genannt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Man versucht dann halt mit Glasperlen die irgendwie zu bezahlen. So nach dem Motto, wenn du für unseren Lippenstift Werbung machst und sagst, wie toll der ist, kriegst du drei umsonst. Und das ist natürlich, da sind einige Sachen dran schief. Ich darf im redaktionellen Teil keine Werbung machen. Ich darf nicht sagen, das ist ein gutes Produkt. Ich kann Produkte platzieren in meinen Inhalten. Und zweitens habe ich dann eine Reichweite. Und das gehört ja zu meinem Erfolg, dass ich eine Reichweite aufgebaut habe. Und die muss ich dann auch verkaufen. Das heißt, ich muss auch Einnahmen damit erzielen, die mir ermöglichen, dann auch davon leben zu können. Und das kann ich nicht mit drei Lippenstiften. Der Nährwert ist eigentlich relativ gering. Und von daher rate ich davon ab, sich mit Lippenstiften oder sonstigen Naturalien bezahlen zu lassen. Die drei größten Phänomene für dich bei YouTube, vielleicht eins wahrscheinlich wird Let's Play sein, oder? Let's Play ist ein Phänomen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst Let's Player, Gronkh habe ich mal gefragt, warum bist du so erfolgreich? Also Gronkh, der erfolgreichste Let's Player überhaupt, 30 Millionen Views. Das ist ein Phänomen. Comedy ist ein Riesentrend auf YouTube. News sind ein Riesentrend auf News? YouTube. Ja, Le Floyd, gleich auch auf dem Podium mit mir. Der hat einen News-Kanal, heißt Le News, und er berichtet über Themen, die halt das junge Publikum interessiert, und macht das sehr
sehr polarisierend und fordert zur Diskussion auf. Und das ist ja das Tolle auf einem sozialen Medium. Unter der Tagesschau kann ich nicht so gut diskutieren, aber unter einem YouTube-Video geht das hervorragend. Und das sind so die Riesentrends. Ja, da könnt ihr gleich eure Videoantworten drauf posten und in den Kommentaren mitmachen. Diskutiert, schreibt in die Kommentare. Likes und Dislikes unter diesem Video. Alles dabei, rauf, runter. Interaktion. Ja, und danke dir. Ja, gerne. Bis dann, Michel.